Vor ziemlich genau 25 Jahren verwirklichte Tischlermeister Matthias Vielstätte seinen Traum von der eigenen Tischlerei. Seitdem arbeiten er und sein Team inmitten der Idylle des Osnabrücker Landes an der Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und haben sich besonders auf die Restaurierung und Rekonstruktion historischer Fenster- und Türenelemente spezialisiert. Über Langeweile kann Matthias Vielstätte nicht klagen. Privatkunden, aber auch öffentliche Einrichtungen und Kirchen bieten ihm stets herausfordernde Projekte, bei denen er seine Erfahrung nutzen, aber gleichzeitig auch immer wieder etwas Neues von der Geschichte lernen kann. Die Faszination, mit Dingen zu arbeiten, die 100, 200, 300 Jahre zum Teil alt sind, ist absolut reizvoll. Man sieht Produkte von Kollegen von vor langer, langer Zeit. Man arbeitet daran wieder, man sieht eigentlich, wie wenig zerstört ist, wie wenig kaputt ist. Das ist natürlich sehr, sehr reizvoll und das macht besonders Spaß, halt in diesem Bereich zu arbeiten als Tischler. Auf rund 1000 Quadratmetern arbeiten zurzeit 7 Angestellte. Schon beim Betreten der Tischlerei nimmt man den angenehmen Geruch von Eichenholz wahr. Die Fenster, Türen, Dielen und Treppen, die hier entstehen, werden vor allem aus deutschen Hölzern gefertigt. Das Massivholz ist sehr anspruchsvoll. Ich muss im Vorfeld schon schauen, was kann ich woraus machen, welches Stück kann ich wofür verwerten, wie sind die Jahrringe aufgebaut und solche Dinge. Welches Holz kann ich überhaupt verwerten von diesem Stück? Darf ich es innen, außen verwerten? Also ganz, ganz viele Faktoren, die reinspielen. In der Tischlerei Vielstätte wird allerdings nicht nur auf die richtige Verarbeitung von Massivholz, sondern eben auch auf die Eigenarten der historischen Elemente Wert gelegt. Ich würde mal sagen, dass 99% unserer Fenster mit Schlitz- und Zapfenverbindung hergestellt werden. Bei historischen Fenstern finden wir das fast immer. Das gedübelte Fenster ist bei uns eigentlich nicht zu finden. Es gibt manchmal eine Ecke, wo es einfach technisch nicht anders möglich ist. Aber eigentlich ist das Fenster mit einer Schlitz- und Zapfenverbindung, wie sie im Traditionellen auch gefertigt wurde. Doch das ist nicht das Einzige, was es bei der Restaurierung und Rekonstruktion alter Fenster zu beachten gibt. Früher wurde zum Beispiel das Glas grundsätzlich eingekittet. Das heißt, wir hatten einen Kittfalz, der war meistens 45 Grad ungefähr und hat das Glas gehalten. Das wurde gestrichen, der Regen lief darüber ab. Immer das Beste aus der Geschichte zu erhalten und gleichzeitig allen Ansprüchen der modernen Bauweise gerecht zu werden, erfordert einiges an Erfahrung und Fachwissen. Bereits in seiner Lehre hat Matthias Vielstätte viel über Denkmalpflege gelernt und dieses Wissen später durch zahlreiche Schulungen vertieft. Ich vermittle das hier natürlich weiter an unsere Mitarbeiter. Aber viel ist eigentlich dadurch, dass sie mit der Materie arbeiten. Sie sehen, was wurde früher wie gemacht. Und wenn man sich das anschaut und tischlerisches Verständnis hat, dann kann man sich das auch gut merken und versucht es vielleicht mal selber so umzusetzen. Ob es eine Längsverbindung ist, eine Querverbindung ist, eine Art, wie ich eine Holzdübel setze. All solche Dinge kann ich mir anschauen, wenn ich das Altprodukt habe. Für die ausgezeichnete Arbeit im Bereich Denkmalschutz wurde der Tischlerei Vielstätte 2012 sogar der Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege verliehen. Kein Wunder, Chef und Team haben einen sehr hohen Anspruch an ihre Arbeit. Bei der Rekonstruktion geht es uns absolut darum, das Fenster 1:1 nachzubauen. Das bedeutet, dass die Verbindung, die wir vorfinden, identisch sein sollte, die Falzgeometrie identisch sein sollte, natürlich auch die Oberfläche ganz zum Schluss identisch sein sollte, soweit es möglich ist. Und dass hier auch mal in die Vergangenheit geblickt wird, merkt man unter anderem daran, dass neben einer Doppelgärungssäge, Fensterbaumaschine und CNC-Fräse auch immer mal wieder ein Fitschenstemmer zum Einsatz kommt. Das ist eine Maschine, die man in den wenigsten Betrieben findet. Ich hatte das Glück, mal eine übernommen zu haben, die händisch betrieben wurde und habe dann später mal eine nachkaufen können, die elektrisch betrieben wird, was natürlich schon erheblich einfacher ist. Durch die technische Leistung sowie ständige Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiter konnte sich die Tischlerei als einzige in Niedersachsen als Fachbetrieb für historische Fenster qualifizieren. Das beeindruckt auch potenzielle Kunden. Kunden werden darüber aufmerksam auf uns, selbstverständlich. Das Internet ist eine Wahnsinnsplattform für uns geworden. Auch. Wir haben Anfragen nicht nur hier aus 20, 30 Kilometer Entfernung, sondern das geht schon weiter. Wir werden ganz stark über das Internet gefunden. Da gilt natürlich auch solche Qualifizierungsmaßnahmen, die da ja natürlich findbar sind, auch als gute Möglichkeit, dass man sich kundtut. Ne?
Besonders in Erinnerung bleiben aber sicherlich die Gebäude, die durch die Arbeit von Matthias Vielstätte und seinem Team ihren ganz eigenen Charakter behalten können. Die Produkte der Tischlerei Vielstätte sind eben keine Wegwerfware, sondern gebaut, um in die Geschichte einzugehen. Wenn wir zum Beispiel in einem historischen Gebäude arbeiten, dann kommt es selten vor, dass wir uns dort nicht verewigen. Und wenn dann irgendwann mal jemand wiederum an unseren Produkten arbeitet und sieht, wer das gemacht hat oder sieht, wer hat es restauriert und so, das ist schon sehr, sehr schön. Die Geschichte ist einfach immer spannend. Und bei der tollen Arbeit, die Matthias Vielstätte und sein Team leisten, kann man nur hoffen, dass sie sich noch in vielen Gebäuden verewigen werden.